Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute mal was Cooles. Wir machen heute ein richtig schönes, großes Pfefferfilet. Und wie das geht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Wir nutzen dafür natürlich nur die leckersten Zutaten. Und da habe ich als allererstes hier ein wunderschönes Filet. Sieht das nicht toll aus? 1,7 Kilo. Wir werden das nicht komplett brauchen, weil wir das ein bisschen zuschneiden werden. Dann brauchen wir so 40, 50 Milliliter Sojasauce. Und 1 bis 2 Esslöffel Pfeffersteak, Oldschool Griller Pfeffersteak. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr euch das kaufen oder nachmischen. Support ist gemord. Ihr entscheidet wie immer, wie die Sache läuft. Dann habe ich hier noch so eine Marinierschüssel und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Ein Filet ist natürlich ein sehr schönes Stück Fleisch. Allerdings hast du hier eine Sehne drauf und du hast sie relativ ungleichmäßig. Das ist immer der Nachteil. Wir werden beides beheben. Wir fangen mal mit der Sehne an. Stecken wir da drunter rein und schneiden in Ruhe nach vorne vor. Zack. Wenn ein bisschen zu viel Fleisch hängen bleibt, ärgert euch nicht. Besser Fleisch zu viel weggeschnitten als Sehne dran gelassen. Ihr kennt ja das Drama. So, dann haben wir dieses Filet vor uns liegen und wir haben hier die Filetspitze hinten und wir haben den Filetkopf. Beide tut an der Stelle nichts für uns, deshalb nehmen wir die Spitze wirklich ganz herzlos weg. Können wir schön die Schnetzelte draus machen. Und den Filetkopf ganz genauso. Das sind schöne Stücken, die man super für Schnitzel nehmen kann. Oder noch kleine Tornados oder kleine Medaillons von schneiden. Alles möglich. Oder halt auch Carpaccio-Stücken kann man daraus rausschneiden. Für das, was wir jetzt machen, brauchen wir den Mittelteil. Das ist der hier. Manch einer nennt den Chateaubriand. Wir sehen schon mal ein bisschen Marmorierung drin. Im Anschnitt eher wenig. Macht uns jetzt aber nicht viel aus. Und dann geben wir hier ein bisschen Sojasauce in unsere Marinierschüssel drin. So, 2 Schnapsgläser voll. Darauf gehen wir so von dem Gewürz 1,5-2 Esslöffel. Schwenken das immer durch, dass sich so eine kleine Paste ergibt. Ungefähr so. Und dann kommt unser Steak da drin und wird da drin die ganze Zeit gedreht und gewendet so für 5-6 Minuten. Dass es möglichst viel von der Marinade und gerade von der Sojasauce und den Gewürzen aufnimmt. Grilltour heute auf meiner Feuerplatte und man sieht da meinem T-Shirt schon, siehst du, da war ich schon mal in Kontakt heute. Liegt aber nicht an der Feuerplatte, sondern an diesem etwas weit geschnittenen T-Shirt. Und da setzen wir erstmal immer richtig die Stelle, wo wir grillen, ein. Da ist ein mächtiger Alarm drin. Und setzen dann unser Steak auf. Relativ weit oben, nicht zu weit unten. Hier unten ist sehr, sehr heiß. Hier oben ist ziemlich heiß. Und grillen da, indem wir das immer wieder Stück für Stück wenden. Also zum Anfang muss ja nicht gucken, dass es gleich Kruste zieht, sondern gleich immer so ein Stück für Stück drehen. Da kann man gerne auf so Platten, mache ich immer jetzt her, dass ich hinten so ein bisschen Öl angieße. Einfach weil die Platte ja nach vorne gewölbt ist. Und dann hat man immer irgendwie ein bisschen schöneres Grillergebnis. Und dreht es Stück für Stück weiter. Und wichtig bei der Aktion ist, dass du das auf der Feuerplatte immer auf derselben Stelle machst. Weil die natürlich mächtig Energie haben. Wenn du immer wieder eine neue nimmst und hat die viel bessere Energie, dass es auch schon auch in der Mitte noch gegart wird. Ich messe dann immer die Temperatur im Einstichthermometer und wir haben hier 46 Grad. Also sagen 2-3 Minuten kann noch. Guck mal, so sieht der Kollege jetzt aus. Hat knappe 50 Grad Kerntemperatur. Ich persönlich hätte ja bis 56 hochgegangen. Aber meine liebe Frau hat gesagt, nein, ich möchte das sehr gerne Englisch. Deshalb machen wir das Englisch. Also wir haben jetzt ungefähr Viertelstunde jetzt hier gedreht. Wenn du weiter oben haben willst, dann drehst du 20 Minuten, dann bist du auf der sicheren Seite. Aber auf der sicheren Seite bist du immer, wenn du der Frau nicht widersprichst. Und das werde ich an dieser Stelle nicht tun. Deshalb schneiden wir es jetzt so an. Der Bursch hat jetzt eine schöne dunkle Pfefferkruste bekommen. Also wer immer denkt, das verbrennt, das ist Quatsch, das wird dunkel. Ja, vielleicht verbrennt auch ein bisschen was, aber Pfeffer wird nicht bitter, wie alle sagen, sondern höchstens, dass der Geschmack verfliegt. Aber der zieht ja dann ins Fleisch ein. Und ich würde sagen, klassischer Mittelschnitt ist angesagt. Und Frau, du wolltest das mit zum englischen Kern und ich würde sagen, super, das ist auch gelungen. Sieht mega aus, oder? Ja. Und ich würde sagen, ich schneide mir mal ein schönes Scheibchen ab. Sieht schon, wie der Saft da rauskommt. Herrlich. Und die halbiere ich mir nochmal, weil ich ja jemand bin, der auch sich zurückhalten kann, wenn es auf oft ankommt. Natürlich nicht heute, also auf euch rinnen die Hohlebirne. Schlimm! Saftig, aromatisch. Mm.
schneller kauen. Ich wollte ja hören, was ich sage. Schneller kauen, ich möchte auch essen. Mit einer schönen Pfeffernote, ohne so scharf zu sein. Also wenn wir jetzt mal Grillpfeffer genommen hätten, dann wäre es sehr, sehr scharf gewesen außen. Und so haben wir da mit dem Ozu-Griller ist es halt immer noch mal richtig rauchig außen. Obwohl die natürlich nicht über Rauch lag, da haben wir natürlich ein bisschen getrickst. Aber mega. Und wenn du so ein Ding deinen Freunden natürlich aufschneidest und rangierst, ist eine schöne Sache. Ob er jetzt auf einer Feuerplatte macht oder auf einem normalen Grill mit dem Drehen, funktioniert eigentlich auf allen Feuerstellen. Guck, dass du nicht zu heiß bist. Also deshalb sind wir auch relativ weiter hinten gegangen und nicht direkt vorne an diesem Feuerloch. Da wäre direkt verbrannt, wenn es außen ein bisschen dunkel wird. Also sehen, kein Problem, macht überhaupt nichts. Und wie gesagt, lasst euch nicht erzählen, dass wenn ihr Pfeffer verbrennt, dass der bitter wird. Falls ihr das nicht glaubt, dann lasst mal Pfeffer verbrennen und kostet den. Und dann seid ihr diesen ganzen Schulmärchen tatsächlich überlegen. Ihr wisst, wie es läuft. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, eine Wohlwollen, einen Kommentar oder ein Abo. Oder wenn ihr mal Glück habt, tatsächlich so ein Pfefferfilet selber grillen zu können, weil es macht mega Spaß, sieht schön aus, ist super lecker. Und die Katze kriegt nichts. Schleicht an mir an Adiletten vorbei. Hey, hier oben. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Mega. Freude.